Kulturkampf oder was? Dancing Team Maskulin mittendrin. Mit Fanfatalern und Shit. Jetzt mal ab vom Acker, winke, winke oder Hand auf. Ich schlag ein wie Tacker, Kofferpacker, gebe kurz Pass wie Tiki-Taka. Nichts mit National, wenn ich kann, sag, dann mein ich Chaka. Ist ein Bestatter anwesend, das Volk ist tot, es gibt nur noch das Anwesen. Dabei wollte es lang leben, da gab es Brandreden, ganz wenig Substanz. Tausend Jahre Nerven für ein bisschen Kant lesen, dann eben nicht. Ich nehm den Handbesen, werd den Pfand nehmen. Die Vorstadt wird der Tag tun und das Hinterland treten. In der Stadt wird umerzogen, in Bungalows wird rumgelumpert und gehemmt, ist straight krumm gebogen und der bunte Bogen ungelogen übern Reichstag. Darunter Wunden lecken oder toben in den tunten Logen und am Freitag casual. Der Scheiß wird Schule machen, Buben sich bis zum Bluten gegenseitig an die Nudel fassen. Mädels wollen nie mehr Strudel backen und nichts mit Zukunft machen. Gute Zudem, Akten, Stute, nur woher die guten Sachen. Das wird alles aus dem Ruder laufen. Niemand will mehr Fußball spielen, alle nur noch Bruder kaufen. Jede Stadt ein Kruderhaufen, orientierungsloser Luder, die dann sexuell indoktriniert der Natur zuwiderlaufen. Das ist hoffnungslos, offensichtlich, weil ich Candy. Niemand wird da mehr gebären, weil alle nur noch NB. Die Unbekehrten werden separiert. Heteropathing in Erkner, ein System, wie's an der Spree regiert. Jetzt für die ganz Doofen, ich hab verstanden, so ganz grob. Fürchtet ihr, lässt man den Leuten freie Hand ohne Zwang? Was denn dann los? Wollen alle Tango und keiner Vaterland? Ist schon interessant, oder? Das, warum